Oh, Tag, Kinders. Na, habt ihr mich vermisst? Habe ich mir gedacht. Sniolo! Adidas-Kostüme. Ich finde, die sollten das Logo hier innen einfach nochmal draufstecken, um solchen Peinlichkeiten vorzubeugen. Ich als zahlender Kunde werde da hinters Licht geführt. Der kleine Sparer ja, ist am Ende der Gelackmeierte. Am besten hier unten jeweils nochmal zwei Arme und hinten eine Kapuze, sodass man es dann aus jeder Richtung auch überhaupt nicht falsch rum anziehen kann. Und, wie geht's euch so? Halt einmal. Ach so, ach, Mensch. Ich hab euch noch gar nicht begrüßt. Yo, Leute, Doppelkinn. War eigentlich nur ein Witz, Alter. Muss ich das jetzt echt jedes Mal machen? Nein! Spart euch bitte die Antwort, ich möchte es gar nicht wissen. Also herzlich willkommen zurück zu Ein Klick, zwei Spaß, dem einzigen Format auf YouTube mit mehr Spaß, als die meisten Kinds besitzen. Lade, bitte stell das System nicht aus. Bist du mit den folgenden Dingen einverstanden? Du wirst das Game nicht weiterverbreiten, unter keinen Umständen. Kann man sich kostenlos öffentlich runterladen. Wenn du dich leicht erschreckst, solltest du die Lichter immer anbehalten. Ja, okay. Lade, bitte stell... Warum sag... Guck mal, der hat Tokio falsch geschrieben. Da legst du nieder. Ach so, das ist ein Spiel von M23 Bob Games. Da scheiß ich drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten schon mal irgendwie was von dem. Und es war ein absolutes Fest. Hört ihr schon die Freudenschreie? Ah, der dachte sich einfach so, weißt du, ich hab eh nichts zu tun. Mein erstes Game roch schon mächtig nach Wurst. Letzt einfach noch eins hoch. Und jetzt macht ihr Bob. So, mein lieber Bob, was servierst du uns denn hier heute schön? Wieso sollte ich... Leute, ich habe irgendwie das Verlangen, jetzt sofort meinen Computer auszuprobieren. Hab gelesen, das Game findet in einem Gerichtssaal statt. Das hat mich interessiert, weil ich glaube, dieses Konzept hatten wir so noch nicht. Und bin gespannt, wie das umgesetzt wurde. Ah, ist definitiv ein Gerichtssaal. Ich warte noch auf den mit den vielen Locken. Ah, der Mann mit dem großen Hammer ist schon da. Aber die Heli! Ist echt geil, wie die ihre Stühle nach Feierabend auch schön ordnungsgemäß wieder zurückräumen. Alter, mit den Dingern müssen Distanzen zurückgelegt werden. Ich meine, schaut euch das an. Welchem Hirnfurz muss jemand unterliegen, um von seinem Schreibtisch hier nach dort zu fahren, dann Feierabend zu machen, auszusteigen und den Saal zu verlassen? Wie? Was ist hier? Warum ist hier schön? Wir haben die Zeiten von A4-Blättern hinter uns gelassen. Wir machen unsere Notizen jetzt auf A3. Was told me to leave his sword on his desk this morning? And when I did, I saw this weird folder marked confidential. I wonder what was in there. Oh, Bob, du Nüsschen. Er hat auf dem Schreibtisch seines Bosses einen Hefter mit dem Vermerk vertraulich gesehen. Nun fragt er sich, was da drin ist. Hätte der Boss doch mal draufgeschrieben, wir sind hier nicht im Kindergarten, der Scheiß geht dich überhaupt nichts an. Nein. Nein. Och nein. Warum ist alles, was einst schön war, auf der Welt soeben gestorben? Last night, me and my wife had dinner at this fancy restaurant. Forgot what it was called, though. Anyways. As I was saying, after work today, Boss told me to make sure the door to his office was locked. Warte mal die Kusche auseinander, wenn du mir was erzählen möchtest. Er war mit seiner Frau in einem Restaurant, kann sich aber nicht an den Namen erinnern. Mist, das hätte mich jetzt wirklich interessiert, wie der Name von diesem Sche... Jedenfalls hat ihn der Boss heute nach der Arbeit angewiesen, dass die Tür zu seinem Büro stets verschlossen sein soll. Also, überlegt euch nur, ein Typ sitzt hier auf Arbeit und tippt das in den Computer, druckt es aus und legt es denn hier hin. Stellt euch das einfach nur kurz. Wehe, da kommt jetzt der gleiche Flur. Ich raste aus. Ich raste. I am so sick of the boss not cleaning up after himself when he spills coffee over his desk in the morning. Legt er hier öffentlich einen Zettel in seinem Büro? Ich hab die Schnauze voll vor meinem Boss. Ich weiß nicht, wie der hier noch durch die Gänge laufen kann mit so einem massiven Eiern, Alter. Ja, das Game soll in einem Kurt spielen. Das heißt doch Gericht. Wo bin ich denn hier? Das ist der random, das Amt hat mich hierher gesteckt, Büro-Walking-Simulator mit Looping Hallways powered by A3-Blättern. Oh, guck mal, Leute, Story Overload. Mac told me that when he was dust in the boss room today, that he saw a paper on the boss's desk. Oh, God. How to get rid of them.
I wonder who he wants to get rid of. Der ist mad, Alter. Auf jeden Fall hat der Dude heute das Büro vom Chef entstaubt und hat einen Zettel auf seinem Tisch gefunden, wo drauf stand, wie man sie los wird. Und jetzt fragt er sich, wen möchte er loswerden? Halt der Maul. Vielleicht den Papierverschwender vom Dienst, ja auf Geheiß von Greta Thunberg, der jeden seiner dusseligen Gedanken so wichtig findet, dass er sie eintippt, ausdruckt und hier überall rumliegen lässt. Aber was weiß ich schon. Probably gonna head home soon. The wife told me that she was making baked salmon for supper. Es wird spät, ich sollte vielleicht nach Hause gehen. Meine Frau hat mir gesagt, sie macht heute gebackenen Lachs fürs Abendessen. Warum schreibst du das hier auf, Alter? Oh, das ist auch so richtig gemütlich, Alter. Hier wische ich auf jeden Fall Arbeit. Oh, Leute, schaut. Das ist ein Horrorgame. Ja, dieser Bürostuhl ist definitiv spooky. Ihr habt die anderen schon für schlimm gehalten, aber der hat's echt in sich, sag's so. Der erstmal Fahrt aufnimmt. Episode der Bob Games Itch.io, Tick Your Love's Your Secret Message. Och nee. Passwort brauchen wir dafür. Ach komm, Alter. Alright, everything that I needed to do is done. That means it's time for me to head home. Oh, let me just grab my stuff here and head out. Wie der sich halt auch manchmal einfach verliest, Alter. Nö, das passt schon. Das nehme ich so auf. Das hat sau viele positive Kommentare auf itch.io. Das! Die Leute finden das gut! Das ist ein klasse Spiel! Ja, absoluter Hammer einfach. Die Putzfrau ist richtig sauer geworden. Die räumt jetzt hier nicht mehr jede Nacht die Stühle wieder auf, also hat sie alle auf den Müll geschmissen. Huh. That's weird. The front door to the courthouse is locked. Wait a minute. Sam? Is that you, Sam? Wait. You're not Sam. What the hell are you? Ja, wahrscheinlich in Panik verfallen, oder? Ich nehme ihm die Emotionen richtig ab. Wer zum Teufel ist Sam? Also, der ist jetzt eigentlich auf dem Weg raus, aber die Vordertür ist verschlossen. Und wen spiele ich jetzt hier? Oder macht der Autor dieser Nachrichten hier so eine kleine Schnitzeljagd? Hat jetzt hier in jedem Flur irgendwie so ein Papier verteilt. Und was erwartet am Ende? Hoffentlich gebackener Lachs, Alter. Something's not right here. I've been hiding out in the storage closet near the North Tower. The thing that I saw, it didn't look human. Look, human. Oh no. Oh, verdammt. Sind etwa Monster hier? Er hat sich vor irgendetwas im Schrank versteckt. I'm hearing weird noises coming from the lower level, where the prisoners are. I hope everything is okay down there. Okay, er hört merkwürdige Geräusche von unten, dort wo die Gefangenen sind. Das ist ein Gerichtssaal. Seit wann sind hier Gefangene? Was laberst du? Das ist der Babyknast einfach. Fragt nicht. Das hat seinen Brei nicht aufgegessen. 10 Jahre. I now have cell phone obsession down here. Das ist klar. I wonder what my wife thinks right now. Me not being home. Er hat keinen Telefonempfang. Ja, Gerichte sind dafür bekannt, die von der Zivilisation abgeschnittensten Gebäude jemals zu sein. Das hört nicht auf! Das geht weiter! I thought I just saw a big shadow come from that room over there. Ach, Mann. Schreib das doch auf das andere Papier noch mit drauf. Da ist doch übel Platz. Sie nicht so weit latschen. This is crazy, man. Ja, denke ich auch. I'm heading home. Ich denke, es ist zu vorne. I guess I'm not because some idiot locked it. Ach ja, jetzt ist ihm wieder eingefallen. Elevators are shut down for the night. Was? Recorded 3 minutes ago? Wer hat das da drauf geschrieben? Das ist kein Display. Das ist ein Blatt Papier. Das muss irgendwer da drauf getippt haben. Vor 2 Minuten aufgenommen. Ich. For you. Don't come any closer. Ja! Leg dich nicht mit so an, Alter. Komm mir nicht zu nahe. Wer auch immer da ist. Da ist niemand. No! Was ist denn? Oh, die Panik über den Stuhl, die hat ihn befallen, Alter. Jetzt geht's los. Wir haben den Horror wiedergefunden, Freunde. Aber wehe, da ist jetzt nichts am Ende, Alter. Ich kotze über die Tastatur. What the fuck? Dankeschön fürs Spielen. Ja. Gerne. Das war ein absolutes Abenteuer. Das Passwort zu der geheimen Nachricht ist Kindness. Ah, das gucken wir uns doch an. Okay, also das downloadet hier so ein Textdokument. Liebe Gamer, es war eine wundervolle Reise, aber die ist jetzt zu Ende.
Och nein. Als ich die I'm Home Demo released habe, habe ich erwartet, dass es ein Flop wird und kein Erfolg bringt. Aber Mann, ich lag falsch. Die Demo war ein Erfolg und es hat 4806 Views. Das bedeutet mir so viel... Aber I'm Home war scheiße. Das Game war richtig kacke. Es tut mir leid. Ich verstehe, dass es für den vielleicht viel bedeutet. Ne? Er ist mit seinem Werk irgendwie vertreten. Das wurde öfters aufgerufen, runtergeladen, als er vielleicht gedacht hat. Ne? Bei manchen, die haben vielleicht irgendwie 10 Downloads oder gar keine oder so. Aber ich kann verstehen, dass das halt cool ist, aber wer fand das gut? Es war eine großartige Reise. Ich freue mich auf die Zukunft. Es endet jetzt alles, das hier ist mein letztes Spiel und ich bin über diesen Zeitpunkt meines Lebens hinweg. Liebe Grüße, M23 Bob Games. RIP in Bob. Warum hieß das überhaupt Tikio Loves You? Ach. So, next game is Nasty Little Man, der freche kleine Mann. Ich glaube, es geht um mich. Sein Geist ist nicht länger gefangen. Seine Geißel gebrochen. Reparier es! Verbann ihn! Der wird sich freuen, Alter. 5000 Jahre am Verrotten, gerade frisch rausgekommen, kommt da so ein Kasper wie ich um die Ecke und knallt ihn einfach wieder weg. wollt ihr mir irgendwas sagen oder kann ich loslegen? What? Hallo? Bist du der freche kleine Mann? Okay, alles klar, Buddy. Na gut. Wie du meinst. Dann verbanne ich dich mal wieder. Was fliegt hier rum? Also ein paar Boxershorts, alles klar. Hi. Oh Gott! Warte. Sie dürfen mich nicht kriegen, ne? Nein. Ach komm. Das ist nicht euer Ernst. Na gut. Oh, das werden immer mehr. Lol. Ey, nicht an mein Schlüpferchen, ja? Da bin ich empfindlich. Oh, guck mal da. Oh Gott. Oh nein. Oh, au. Warum? Wieso? Oh Mama. Warte. Oh Gott. Kann ich das nicht cheesen? Kann ich nicht hier einfach an die Decke gucken? Ach, komm schon. Das ist jetzt ein bisschen billig, oder? Okay, der Kopf fehlt noch. Mein Leibgericht. Oh, guck mal da. Ich guck niemanden an. Finger da raus. Was hat er getan? Ich bin kleiner. What? Oh, warte mal, das ist gut. Ich komme da durch jetzt, ne? Ich muss klein sein. Pass auf. Oh, nicht mit der Stirn eingerastet. Guck mal an, wie das klappt. Warum machen die mich kleiner? Was für ein Scheiß. Ey, das war witzig. Das fand ich cool. Ich glaube, die machen mich zu einem von ihnen, oder? Weiß nicht. Oh Gott, den gibt's wirklich? Das ist ja fürchterlich. Mach den weg, Alter. Töte es, bevor es Eier legt. Werf ihn ins Feuer. Ey, das war ein süßes kleines Game. Es war auch ziemlich dumm, aber es war irgendwie... Es hatte irgendwie was Eigenes. See you, Nasty Man. Ja, ja, jetzt bin ich. Das ist nämlich... Das ist der Plot, Alter. Press any key to restart. Warte, ich möchte mal kurz sehen, was die mit einem machen. Das ist so witzig. Ja, ich werde auf jeden Fall kleiner. Oh, dann wäre ich wieder seekrank hier bei diesen Grafikeinstellungen. Aber der mich erwischt hatte, geht dann weg. Noch kleiner? Ich werde definitiv zu einem von denen. Oh, guckt euch das mal an. Kann ich die jetzt noch einsammeln? Das ist doch eigentlich dann theoretisch gar nicht mehr möglich, oder? Ich dürfte doch da gar nicht rankommen. Oh, das ist... Ah, es verändert auch die Position. Wie praktisch. Und jetzt? Oh, 3 Leben habe ich. Ne, 2. Also 3 prinzipiell, aber. Na? Grüß euch. Ich bin die Nuss, die geknackt werden muss. Alles klar. Ja, witzig, spaßig.
Daumen nach oben wert. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen.